Jeden Tag kommt der Tag, da kommt einer und vergast euch alle in einer Gaskammer, ihr kleinen deutschen Drecksschweine. Du bist ein Deutscher, warum bist du ein Nazi? Hast du mich verstanden? Irgendwann kommt der Tag, da kommt einer und vergast euch alle in einer Gaskammer, ihr kleinen deutschen Drecksschweine. So Leute, nochmal ganz, ganz kurz vom Video. Es gibt natürlich wie immer ein Giveaway und diesmal auf den Nacken drauf von Trainerpost, den seht ihr hier vorne. Der hat das Ganze nämlich heute einfach mal gesponsert, weshalb wir wirklich extremst krasse Waffen am Start haben. Das heißt, wenn du jetzt diese Waffen gewinnen möchtest, dann wäre es einfach mal mega nice, wenn du einfach mal ein Abo und ein Like da lassen könntest. Und ansonsten schreib doch einfach mal in die Kommentare, warum du diese Waffen haben möchtest und noch das Hashtag Abo und Like ist da dazu. So Leute, was könnt ihr überhaupt gewinnen? Erstmal hier diese absolut krasse Totengräber, denn sie hat Doppelelement drauf und das Ganze auch noch mit der neuen Elementkombination. Natur und Feuer, die sind gerade ganz, ganz neu auf dem Trading-Markt am Start. Das heißt, wenn ihr das haben wollt, dann wie gesagt, einfach mal abonnieren und liken, wäre mega nice und einen Kommentar schreiben. Aber es gibt natürlich auch noch was zu gewinnen und zwar für die Leute, die meinen Support-the-Creator-Code drin haben, denn die können auch nochmal diese Doppelelement-Phantom mit Natur und Feuer gewinnen. Einfach dazu meinen Creator-Code reinmachen, die 222 in den Item-Shop, ist ja auf jeden Fall mega, mega ehrenhaft und dann würde ich sagen, jetzt rein ins Video, let's go! Yo Leute und damit ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Fortnite auf meinem Kanal, beziehungsweise heute ist es eher indirekt Fortnite, denn ich werde zum ersten Mal in meinem Leben eine Reaction hochladen und das einfach aufgrund den zahlreichen Wünschen, die sich geäußert wurden. Und zwar wurde ich in den Kommentaren regelrecht zugespammt, dann habe ich mal im Community-Tab geschaut, wollt ihr das wirklich, habt da eine Abstimmung eingebaut und ja, ihr wollt dieses Video sehen. Das heißt, ich werde hier heute mal auf dieses Video Mutter von Scammer möchte mich vergasen, kein Clickbait von Zflow Royal reagieren. Ich habe das schon einmal angeschaut. Und Leute, ich dachte zuerst, es ist tatsächlich Clickbait, aber ich werde euch ja gleich erklären, warum es kein Clickbait ist. Es wurde auf jeden Fall zum einen mega traurig, einfach weil warum? Wie wird man so? Und zum einen ist es aber halt auch mega lustig irgendwie. Wie gesagt, schaut euch gerne mal hier das Original von Zflow an. Link dazu und in der Beschreibung. Aber dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal hier direkt mit dem Video rein und es geht hier direkt los. Und zwar befinden sie sich hier in der Base. Ihr hört es ja jetzt. Hallo? Wer ist da? Ich bin die Mutter. Gibst du Loris das Zeug zurück? Nein. Ja, und warum nicht, du kleines Arschloch? Hier direkt, einfach nach 15 Sekunden, das ist eine erwachsene Frau. Ich denke, das hört man ganz gut an der Stimme. Es ist eine erwachsene Frau und es ist hier ein Kind, welches sich bisher nicht einmal schlimm oder so geäußert hat. Anscheinend hat es einen Scammer gescammt. Das heißt, ich persönlich finde es auch nicht wirklich schlimm, was er da gemacht hat. Und sie, nach 15 Sekunden, direkt, kleines Arschloch, Ehrenmutter. Also, hier auf jeden Fall Erziehungszweck erfüllt. Ein richtiger kleiner Drecksdeutscher. Euch heute 4 Sekunden später, erste rassistische Bemerkung hier am Start, ne? Erstmal kleiner Drecksdeutscher sagen, man kennt ihn. Vergasen sollen. 2 Sekunden später, euch hätte man vergasen sollen. Bruder muss los. Leute, soweit sind wir schon auf YouTube Deutschland, ne? Soweit sind wir auf der Welt. Das sind unsere Menschen. Ich bin bei sowas eher sprachlos, echt, ne? Aber ich kann es halt auch irgendwie feiern, vor allem jetzt gleich, was die Mutter noch sagen wird. Und vor allem, Alter, das ist einfach, gönnt euch einfach, ich kann das nicht erklären, das ist, bruh. Nicht die Juden, euch Drecksdeutsche, ihr kleinen Nazi-Schweine, ihr. Irgendwann kommt der Tag, da kommt einer und vergast euch alle in einer Gaskammer, ihr kleinen deutschen Drecksschweine. Genau, einer kommt dann erst vorbei, der baut so über ganz Deutschland so eine riesige Gaskammer. Dann müssen alle reinlaufen und dann, das ist wie die Gasstrip in Fortnite, ne? Ihr kennt's ja, die Deckengasfalle, laufen alle durch und dann kriegen die so viel physischen Damage, dass halt einfach alle Instant-Kill sind. So, dann hast du den Atlas verteidigt und fertig ist das Ganze. Mensch, du bist heute richtig gut drauf. Ich bin gut drauf. Euch Deutsche habe ich schon lange auf dem Sack. Und hier wieder, man merkt halt ganz klar, wie rassistisch sie halt im Prinzip ist. Man kann ja nicht nur rassistisch gegen jetzt zum Beispiel dunkelhäutige Menschen sein, sondern hier ist halt ganz klar sozusagen eine Abneigung gegen die Deutschen sozusagen vorhanden. Das sagt sie hier auch ganz konkret. Ich habe euch schon hier lange auf dem Sack. Und der Junge, wie gesagt, er bleibt die ganze Zeit höflich, er sitzt und so weiter. Und sie beleidigt einfach rein, als wäre sonst was passiert. Alter, was ist denn los mit den Menschen? Weil ihr Kind irgendwelche Waffen
Nerven verloren hat, weil es selber scammt, kommt jetzt die Mutter und macht jetzt erstmal Erziehung des Jahres, wird ihn jetzt erstmal zu Tode beleidigen und WTF? Was ist denn hier los? Kleine Psychopathen, ja, aber selber die ganze Zeit am Ausrasten. Kleine Hartz-IV-Schmarotzer da, ey. Das, liebe Fische, was an der Stelle komplett. Genau, so ein kleiner Typ bist du auch. Deine Eltern sind bestimmt so kleine Hartz-IV-Alkoholiker, die den ganzen Tag auf dem Sofa hängen. Soll ich meine Eltern? Ja, hol mal deine kleinen Eltern. Hol mal deine kleinen Dreckseltern. Deine kleinen Eltern? Deine kleinen Dreckseltern. Und da, spätestens ab dem Punkt, wäre ich komplett ausgetickt. Wenn eine andere Mutter, die einen nicht mal kennt oder so, die kann ja nicht mal einen Eindruck haben, in was für Verhältnis man oder so lebt, einfach so sagen, ja, hol doch mal deine Eltern, Junge. Da denke ich mir, Alter, WTF? Was ist denn los mit dir? Und spätestens da wäre ich persönlich ausgetickt. Und was ich hier richtig krass finde, er bleibt einfach immer noch höflich. Er rastet kein Stück aus, er beleidigt nicht oder sonst was. Also das kommt am Ende so ein bisschen. Aber ganz ehrlich, wenn man einem so kommt, dann muss man auch damit rechnen, dass ein bisschen zurückgefrontet wird. Wie die Schweine so erzogen haben. Gib meinem Sohn sein Zeug zurück. So erzogen, ne? Ja, okay. Aber die ist auch von 2008. Ja, das denke ich mir. Bist du ein kleiner asozialer Dreckswitzer? Das bist Glauben du. Mir. Ich bist Leben. Du. Mit eurem Hartz IV da in eurem Drecksland. Also ich denke... Darum hast du es nötig, an einem kleinen Kind sein Zeug wegzunehmen. Wenn du wir dann arme vor, Schwein. Also wenn wir dann vor Gericht sitzen würden und mal gucken, wenn wir dann... Das ist mir scheißegal. Mir auch. Kleiner Nazi. Junge, diese Gangster. Ich bin jetzt ein Nazi, ich bin gegen Nazis. Und hier halt auch nochmal an der Stelle, er bleibt halt die ganze Zeit ruhig. Alter, ich könnte es nicht schaffen, ohne Witz. Ich wäre jetzt schon dreimal ausgerastet. Und sie geht halt die ganze Zeit auf dieses Klischee ein, ne, deutsche Nazis und so weiter. Sie macht das die ganze Zeit, das ganze Video durch. Was ist denn ihr Problem? Ich check das einfach nicht. So, er bleibt die ganze Zeit ganz cool und so. Ne, hat wahrscheinlich auch wirklich den Sohn gescammt, weil es auch ein Scammer ist. Und wie gesagt, ich kann es dann absolut verstehen. Und die Mutter denkt sich einfach so, nö, du bist ein Nazi, nö, pff, nö. So geht es hier nicht, ne? Machen wir jetzt hier mal einen Cut. Ja, du bist ein Deutscher. Warum bist du ein Nazi? Hast du mich verstanden? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Nein, habe ich nicht. Oh! Kleine Drecksnazis, ist gut. Dein Opa und dein alle Oma. Schön in einen Topf so reinwerfen, ne? Gib meinem Sohn sein Zeug zurück. Hier auch nochmal schön auf die Eltern gehen, ne? Ich meine, die haben zwar überhaupt nichts damit zu tun, aber so die Fronts raushauen, damit man so stark wirkt, ne? So die robuste Mutter hier am Start. Ne? Man kennt ihn. Also ja, lach mal weiter. Junge, da muss ich auch mitlachen. Das wird so geil. Kleiner Arme. Mach ich auch, hoffst du noch. Wahrscheinlich alles, wie sie mich beleidigt haben, sind sie wahrscheinlich selber. Hast hier auf dem Set und. Ja, ganz bestimmt nicht. Ich lebe nicht in Deutschland. Wir leben hier in unserer reichen Schweiz. Ja, nochmal. Sie sagt, wir leben nicht in Deutschland, wir leben in unserer reichen Schweiz. Zudem. Ich bin mir nicht 100% sicher, also schaut es lieber selber nach, Leute, ne? Aber soweit ich weiß, ich habe so ein kleines bisschen im Geschichtsunterricht aufgepasst und hat die Schweiz unter anderem die Finanzen für Deutschland gemacht und hat somit Deutschland im Weltkrieg mitfinanziert. Also, well played, nicht schlecht. Kleiner Wichser, ihr deutschen kleinen Dreckshunde, kommt zu uns in unser Land und wollt arbeiten, ihr armen Schweine. Ja, deine Eltern sind bestimmt auch so arme Schweine, die in einer Fabrik arbeiten müssen. Wenn ich Deutscher bin, also wahrscheinlich selber arbeitslos. Also ich hab eigentlich das, ja, dann bleib da, wo du bist, bitte. Bleib da, wo du bist. Und deine kleine Drecksfamilie auch. Ist mir noch so recht. Du kleiner Wichser. Alter, WTF, ey. Mensch. So eine liebe Dame, das ist mir noch nie. Also, hier wird jetzt so langsam ironisch. Oh, Junge, er weiß nicht, wer sie sind, ne? Sie sind die Schweiz. Sie kommen jetzt gleich so einfach so nach Deutschland so rein, sagen so, Junge, ich bin Schweiz, und dann...
Er weiß einfach nicht, wer sie sind. Ja, Leute. Sie wissen auch nicht, wer mal aufpassen. Oh, hab's genommen. Sie wissen auch nicht, wer ich bin. Vielleicht würde mir jetzt... Macht nichts, ich fahre gerne 1200 Kilometer. 1200 Kilometer? Ja, dann fahren Sie mal. Ja. Also... Schon alleine, dass sie mich beleidigen und hier irgendwie verlangen, dass ich ihren Sohn die Waffen zurückgebe, obwohl sie gar nicht wissen, was er da so irgendwie schreibt. Eben auch hier, ne? Er geht jetzt darauf ein, dass sozusagen ein Scammer wurde gescampt, dass er halt andere Leute gescampt hat. Ich sitze die ganze Zeit hinter ihm. Hab keine Angst, ich sitze die ganze Zeit hinter ihm. Also erstmal, dass das fast nicht stimmen kann, weil ganz ehrlich, entweder sind das dann die absoluten Helikoptereltern, die haben dann ihren Bildungsauftrag so oder so verfehlt, ne? Ich meine, die Kinder sollten auch einigermaßen eigenständig irgendwann werden, ne? Aber abgesehen davon, was hat man denn dann für ein Leben? Sagen selber, dass man hier sozusagen Hartz-IV-Schmarotzer ist, aber selber die ganze Zeit, ne? Also mit Arbeiten sieht es dann ja super aus. Am besten hier den Sohn noch nicht in die Schule schicken, sondern der spielt dann Fortnite, dann sitzt dann die ganze Zeit dahinter und wenn da einer kommt, dann ist er so schön als Nazi beleidigen. Junge, das ist die Elite unserer Welt, Jungs. Sie sind einfach, das ist der erste Mensch in meinem Leben, dem ich begegnet bin, der richtig dumm ist. Das bist du, Junge. Das bist ohne du, Witz, Junge. Du, ich kann mir zustimmen. Da auch, ne? Bestes Gegenargument. Beste Gegenargument. Du und deine verwegte Mutter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Elite der Argumentation. Wenn ich gegen sie debattieren müsste, ich wäre raus, wirklich, Leute. Leute, ich hätte keinen Plan. Ich weiß nicht, was ich machen müsste. Ich würde einfach aufgeben. Ich würde einfach direkt, ne, würde ich einfach sagen, Alter, nee. Junge, die kommen aus der Schweiz. Die sind sozusagen ein Level über mir. Das geht nicht. Ich gebe auf. Die den kleinen Hurensohn auf die Welt gebracht hat. Hier auch nochmal einfach schön, die ganz auf die Eltern gehen. Da, jetzt. Nein, danke, ich will. Richtige Frage, kennst du meine Mutter eigentlich? Sie hat einfach gar keinen Bezug dazu. Beleidige ich einfach random Leute. So sieht's aus, Jungs. Keine deutschen Schweine kennen. Ja, dann sollten die vielleicht nicht in der Schweiz leben. Da auch nochmal aufs. In der Schweiz können ja relativ viele Deutsche leben, weil eine ähnliche Sprache bzw. halt auch die gleiche Sprache gesprochen wird, soweit ich weiß. Da kenne ich mich ja nicht so gut aus. Hört auf mich zu. Sonst was nicht. Da auch nochmal. Vielleicht vergasen wir euch ja mal. GG, Rassismus auf einem neuen Level. Die ganze Zeit sozusagen gegen Rassisten gehen, aber selber rassistisch sein. Leute, ihr habt's verstanden. Ihr seid's einfach. Mann, ich krieg echt das Kotzen. Diese Leute, also abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich nicht mal einen Schulabschluss haben, ne? Aber wie? Ne, so, jetzt kann man das doch einfach nicht mehr ernst nehmen. So, die ziehen damit die ganze Schweiz in den Dreck, so. Versteht ihr? Wäre ja eine Möglichkeit, hä? Viel Spaß auf dem Weg. So wie ihr es gemacht haben, ja. Und Deutschland und Schweiz sind so Freunde. Und wenn ihr... Ja, was? Mit Hartz IV? Mit Hartz IV? Was labern Sie? Mit euren... Argument des Jahres. Deutschland und Schweiz sind, soweit ich weiß, befreundet? Mutter? Ja, was? Sind die befreundet mit Hartz IV oder was? 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 Das sind... Hä? Guck mal hier, auf dieser Seite Hartz IV? Diese Seite befreundet. Was hat das miteinander zu tun? WTF? Die zwei Gehirnzellen, die noch vorhanden sind, die ringen wahrscheinlich gerade darum, wer die letzte Kugel aus der Handgun bekommt. Aber wirklich, ey, das ist doch... Asoziale Zündungen auf RTL 2. Was wollen Sie eigentlich die ganze... Ja, okay. Frauentausch, ne? Lacher des Jahres? Nein, danke. Ich würde auch nicht meine Serie gucken, wenn ich da selbst mitspiele. Ist ja langweilig dann. Was reden die eigentlich die ganze Zeit von Hartz IV? Das verstehe ich halt auch nicht so ganz, das redet sie die ganze Zeit hier von Hartz IV, ne? Sie geht halt die ganze Zeit, sie frontet irgendwie so das deutsche System, dass es halt ein Auffangnetz gibt, sozusagen für Leute, die zum Beispiel ihre Arbeit verlieren oder so, wenn man irgendwann nicht mehr arbeiten kann, theoretisch. Und dann muss man ja in Frührente gehen und es gibt Leute, die kriegen eine so niedrige Rente, dass die sogar da zum Beispiel noch auf Hartz IV angewiesen sind. Das ist einfach ein System, was sozusagen fast jedem ein humanes Leben ermöglicht und sie lacht es einfach aus. WTF? GG? Gut. Wissen Sie hey, was? Junge. Ja, jetzt kommt der Vater. Junge. Gib das Zeug zurück. Nein. Oh, hopps. Nein. Ja, Ihr Sohn hat andere Leute auch nicht das Zeug zurückgegeben. Also werde ich ihm das Zeug auch nicht ganz bestimmt zurückgeben. Du bist ein Lügner.
Oh my God, stop fucking lying. Always lying to me. Why? You lying so much. Why? Ich bin seit einer Stunde am Zuschauen. Hier nochmal, seit einer Stunde am Zuschauen, anscheinend hier die Helikoptereltern am Start, beide die ganze Zeit hinter ihrem Sohn, beobachten alles, ne? Hier sieht man ja, was für verantwortliche Leute das sind, ne? Drohnen hier mit Vergasen und so weiter, also die haben es auf jeden Fall verstanden, Oscar geht raus, GG. Was ihr für einen Scheiß macht, ja? Du kleine Pisser, ich will dich schämen. Ja, nee, mach ich aber nicht. Oh, hoff's. Aber du bist ein Vollidiot. Ich kann mich schon bildlich anschauen, wie du ausschaust. Keine Kollegen in deinem Streckskammer, in deinem Zimmer und. Also ich feiere es hier halt auch, wie er einfach wirklich die ganze Zeit so ruhig bleibt. Er sagt so, ja, dankeschön, ne, und sagt so, ja, und er antwortet halt die ganze Zeit so nett und die Eltern die ganze Zeit auf irgendwelche Oberflächlichkeiten schön auf die Familie und Eltern gehen, einfach nur rassistische Bemerkungen machen, aber GG, Leute, so läuft es, so, hundertprozentig. Ich kann mir sie schon gut vorstellen. Ich werde dich ausfindig machen. Machen wir. Er wird dich finden, pass auf. 21 28 06. Sie werden aber keine Informationen über diesen Namen herauskriegen. Wirst du schauen. Lalilu ist übrigens jetzt sozusagen der Benutzername von dem. Das ganze Video ist übrigens in 720p verfügbar, also wundert euch nicht, dass das Ganze hier ein bisschen verpixelt ist. Jetzt sagt er so, ja, ich werde dich finden, Alter. Er denkt auch, er ist einfach scheiße Epic Games, ne? A few moments later. So Leute, ich werde jetzt hier nochmal natürlich erklären, warum ich denke, dass das Ganze kein Fake ist. Und ich bin mir da zu 99,9% sicher, denn... Findet mal einen Elternteil oder halt zwei erwachsene Personen, wir haben ja hier eine Mutter sozusagen und einen Vater, die sowas mitmachen würden, ne? Weil ihr stellt euch dabei ja sozusagen ins Netz, wenn das gestellt wäre, dann hätten die ja sozusagen die Erlaubnis dafür erteilt und dann würdet ihr zulassen, dass eure Stimme und somit vielleicht eure Identität mit solchen Aussagen, mit solchen Beleidigungen, mit so einem verantwortungslosen Verhalten in Verbindung gebracht werden. Stellt euch mal vor, euer Arbeitgeber, weil ich meine, das hat jetzt 1 Million Klicks, wird das einfach mal durch Zufall oder so sehen. Das war's, RIP mit der Arbeit. Ende im Gelände, ne, weil wie jeder weiß, jeder Arbeitgeber suchtet Scammer, wurde gescammt wie nichts anderes. Aber Leute, es ist theoretisch immer noch möglich und es ist einfach ein absolut verantwortungsloses Verhalten einfach und genau deswegen denke ich, dass es auch zu 100% eigentlich nicht gestellt ist. Aber Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat meine kleine Reaction gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Schaut bei ZFlow vorbei, ist nämlich sein Originalvideo. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, Leute, haut da raus. Moin Leute, Trimix hier.